Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Ich begrüße euch zur zweiten Staffel, Folge 1. Die Sommerferien sind vorbei und wir haben wieder richtig Bock zum Kochen, oder? Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute fangen wir ganz einfach mal an mit Italian Classics. Da habe ich zwei Gäste eingeladen. Seid gespannt drauf. Ist Alessio aus Dresden und Michele hat er mitgebracht. Und wir machen für euch heute ein paar Sachen aus dem Pizzaofen, also aus dem Ofen. Eine Pasta und den Klassiker Vitello Tonnato. Also seid gespannt, bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Ciao. So, da sind wir wieder. Hallo ihr Lieben. Alessio. Ciao. Buongiorno. Und Michele ist auch da. Michele. Ciao. Ciao Michele. Und wir kochen heute italienische Klassiker, oder? Ja, heute wir kochen Vitello Tonnato. Ja, das ist ein schönes Hauptgericht in Italien. Mhm. Und wir kochen noch Gnocchetti alla puttanesca. Das ist mit schönem Olivenöl. Knoblauch, Sardellen, Oliven, Tomatensauce. Und danach machen wir eine geile Pizza, neapolitanische Art. Unser Teig ist 48 Stunden gegärt. Die hat eine Hydratation, das ist Wasseranteil, 75% Wasseranteil. Das ist eine, nicht eine normale Pizza. Und ich werde euch begeistert. Jetzt Michele vorbereitet die Tomatensauce mit schönem Basilikum und Mozzarella, aber natürlich aus Büffelmozzarella. Büffelmozzarella, genau. Den haben wir heute wieder geholt. Und zwar haben wir den geholt bei Edeka Müller in Wilsdruf, wie gehabt. Vielen Dank für die Partnerschaft auf jeden Fall und für die weitere Begleitung auch in der zweiten Staffel in unseren Projekten, die noch folgen. Genau. Alessio, wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns irgendwann mal im... Wir haben vor 20 Jahren ungefähr 20 kennengelernt, Jahre. In Freiberg, in der damaligen Paparazzi. Genau. Ich war noch jung. Brauchtest du das Geld? Ja, brauchst du das Geld. Da habe ich dort ein bisschen gearbeitet und so. Danach bin ich nach Dresden umgezogen. Ich lebe seit 96. Ich komme aus Sizilien, Ragusa. Wo die Mafia kommt. Mafiosi. Ja, 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 das ist, ne? Wir sind keine Mafiosi, aber wir arbeiten hart für unser Brot. Und dann hat mir Spaß gemacht und dann bin ich schon seit 2011 selbstständig. Kommen wir dann noch dazu, was du machst in Dresden, auf jeden Fall. Ich sehe dich immer regelmäßig, wenn ich einkaufen gehe, im Großmarkt. Genau. Und, dort hat sich unser Weg auch wieder gefunden, wo ich gedacht habe, den Alessio, den muss ich einfach einladen und wir müssen italienische Klassiker zusammen kochen. Also seid gespannt drauf, wir legen ganz einfach mal los. Michele macht jetzt eine Testpizza. Ne? Sie haben auch den Teig definitiv mitgebracht, hat er ja vorhin schon gesagt, andere Zusammensetzung. Hier ist auch nichts mit Show und Pizza werfen und hast du nicht gesehen. Das geht mit dem Teig natürlich hier an dieser Stelle nicht. Gut, wir fangen an. Als erstes muss ich natürlich erstmal das Vitello, also das Kalbsrücken, genau. Werden wir erstmal dampfgaren und dann anbraten. Genau, und danach machen wir die Soße. Und danach machen wir die Soße, genau. Ne? Vitello Tonnato Soße. Pasta, ah. Habe ich mal früher gesagt, wo wir schon mal so in der ersten Staffel Pasta gekocht haben, dass die Soße niemals auf die Pasta wartet. Nee. Ne? Also nein. Pasta muss genau fertig werden, wenn die Soße fertig ist. Genau. Korrekt, also machen wir das auch weiterhin so. Ja, dann lass uns einfach anfangen, oder? Okay, dai, komm, also, ich bin gespannt. Ich schneide die Salsiccia. Salsiccia, okay. Oliven. Und das. Genau. Also, gut. Andiamo? Auf los, andiamo. Andiamo. Ist das die richtige Wurst, die ich dir da mitgebracht habe? Ja, das ist sehr schön, saftig. Salsiccia, Salsiccia piccante. Schneiden wir, schön. Wir also, machen auch eine, jetzt Pane Caldo. So, das ist Pizzabrötchen, mit Salsiccia gefüllt, ein bisschen Mozzarella für unsere Vitello Tonnato.
Sehr gut. Vitello also, Tonato. Ja. Du hast mir gesagt, am liebsten Kalbs-Semer-Rolle. Sag ja. mal ganz kurz dazu, wie ihr das Vitello ansetzt. Macht ihr das klassisch in der Brühe oder? Also wir machen klassisch, wir braten es ein, ja, und dann wir schieben im Ofen. Ja. Ja. Wir kochen nicht. Es sind zwei Varianten. Viele magen unsere Style, aber viele kochen die. Ja? Mit Sellerie, mit Möhren, mit. Aber wir machen ein bisschen anders. Ja? Wir sind Italiener, aber andere Richtung. Okay. Ja? Deswegen, ich finde, beide Varianten sind sehr gut. Das ist Geschmackssache. Korrekt. Ja? Gut, also wir machen die ganze Geschichte jetzt im Dampfgarer. Ne? Ich gebe das mal bei 70 Grad hier in den Dampf und braten es hinterher an. Okay, dann würde ich ganz einfach mal die Vitello-Soße machen, oder? Okay. Hast du die mal probiert? Ist die gut? Ich probiere jetzt, aber okay, ich warte auf dich. Ne, probiere du einfach. Eine für dich, eine für mich. Salute. Salute. Ein Glas Wein dazu, wäre nicht schlecht. Aber wir müssen erst kochen. Wir müssen erst kochen und dann trinken wir den Wein. Auf jeden Fall dann zu unserem wunderbaren, ich kann es ja schon sehen jetzt, die Tafel, wie sie eingedekoriert wurde. Ein Traum, du sagst es. Ja. Und die Nicole aus dem Blumenatelier ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir freuen uns riesig. Danke dafür. Habe ich im Sortiment bei Edeka erst suchen müssen. Ja. Aber da gibt es wirklich ein spezielles Regal, wo ja, das ist richtig. Italienische Spezialitäten halt mit drin sind. Ne? Das ist richtig gut. Michele kann auch mal hier probieren auf jeden Fall. Michele. Genau. Und ich mache jetzt die Thunfischsoße. Ja? Okay. Ich habe jetzt hier den Thunfisch. Ja. Nicht in Olivenöl, ich habe den jetzt mit Wasser genommen. Okay. Ne, mit eigenem Saft, weil ich lieber Olivenöl zugebe. Die gute. Genau. Du hast eine Bio-Olivenöl? Ich habe ein griechisches Olivenöl, also kein italienisches. Okay. Auch nur für Salate. Also gibt es ja kaltgepresste, warmgepresste. Ja. Ne? Okay. Und welches Olivenöl dürfen wir halt nicht erhitzen? Olivenöl. Olio extra vergine. Genau. Hier gebe ich jetzt dazu Sardellenfilets. Dort halte ich mich ein bisschen zurück, weil die natürlich extrem geschmackvoll sind. Genau, extrem Würze mitbringen. Dann nehmen wir uns hier noch Kapern dazu, genau. So, lass uns hier einfach mal zwei Löffel dazu nehmen. Ich nehme auch etwas von dem Kapernsaft mit. Ja, sehr wichtig. Dann, um die Frische noch ein bisschen rüberzubringen. Robert, soll ich mal lieber hier aufs Brett gehen? Ne, ich bleib da. Noch ein bisschen Abrieb von der Zitrone. Das ist jetzt Rizzo-Style, ne? Rizzo-Style. Olivenöl dazu. Und dann brauche ich hier den Pürierstab. Zu Hause habe ich da ein Wundergerät dafür. Der macht das alles ein bisschen feiner. Mal den Saft komplett rein. Ja, Alessio guckt ganz skeptisch. Und was fehlt noch? Ihr Lieben, schwarzes Gold. Ich habe gemerkt, so richtig geht es im Online-Shop noch nicht voran. Jetzt kommt die Zeit, Winterzeit, Herbstzeit, lädt wieder zum Kochen ein, schaut mal bei mir im Online-Shop vorbei, da warten neckische Sachen auf euch. Schau mal. Sei ehrlich. Rizzo kocht. Rizzo kocht? Gut. Und das von einem Italiener? Sehr gut. Grazie, mille grazie. Bin stolz auf dich. Ja, ein bisschen viel Mayonnaise, oder? Alles gut. Aber die stellen wir jetzt beiseite und die kommt dann natürlich zu unserem Vitello dazu. Für deine Puttanesca brauchst du? Ich brauche Knoblauch. Knoblauch. Dann brauche ich
4-5 Mal Kirschtomaten. Jawohl. Stelle ich dir mit hierher. Okay. Nimmst du hier? Ja. Stückische Dosentomaten. Was brauchst du noch? So, Oliven, die tue ich dir mal in Stein, oder? Genau, ja. Ich nehme die Steine raus. Okay. Wie machen wir das an? Hier, ne? Genau, du musst, ein bisschen länger drücken. Okay. Gut. Induktion geht schnell halt, okay, ne? Und dann brauchst du bestimmt noch was zum Rühren, oder? Ja. Komm, Michele. Komm. Oh, hey. Michele, sag mal was zu deiner Pizza. Pizza Brot. Pizza Bane. Pizza Bane. Das ist eine Pizza Brot. Adesso andremo a condire. Was ist? Okay. Okay, warte mal. Okay, gut. Bene? Sì, bene. La pizza. Perfetto. Pizza Brot. Schaut euch mal die Pizza an. Die Pizza kommt aus dem herkömmlichen Ofen. Ne? Aus einem Ofen zu Hause. Also hier, mega. Und ich bin mal gespannt, ob Alessio quasi irgendwie unter der Hand dann auch das Rezept mal rüberwachsen lässt. Ne? Da müssen wir mal wahrscheinlich noch verhandeln. Vielleicht klappt es ja dann beim Glas Wein zum Mittag. Also, die sieht mega aus. Okay, jetzt wir schneiden, wir machen schön einen Test. Das ist okay. Ein Test. Die Pizza Brötchen ist anders. Ne? Okay, mega. Das ist nur ein Test Crunch. Zum... Herrlich. Crunch. Krokante. Mhm. Einfach sogar. Ein Traum. Bella Mamma. So, Salsiccia ist da. Kai? Jo. Salsiccia ist da. Da, wir können schön ein bisschen Olivenöl. Genau. Natürlich haben wir. So, hier, bam. Schaut euch mal den Robert an. Der Robert, der geht hier ab wie Schmitz Katze. Der springt schon an die Decke hoch. Basilikum? Was will das Herz eigentlich mehr? Oder? Schaut mal her, wie einfach, wie schnell. Eine Pizza in den Ofen, ein bisschen Salsiccia, Pikante, Olivenöl drüber. Und das Ganze mit Liebe gemacht, das ist ja wichtig. Ne? Mit geht Liebe kochen. Schnell. Und geht schnell. Und was brauchst du zum Abendbrot mehr? Eine Flasche Rotwein, oder? Mehr nicht. Ja, schöne Cabernet. Schöne Cabernet. Ja. Also, hier mega, als kleine Antipasti vornweg. Zu Hause, das ist ganz einfach. 2 Minuten. Wenn du willst, ein bisschen Käse, ein bisschen Parmesan noch, ein bisschen Mozzarella. Hier, schaust Geht du, schnell. Parmigiano. No, alles da. Wir haben alles. Haben wir alles da. Genau. Facciamo ora quella che facciamo al ristorante. So, jetzt wir kochen Gnocchetti alla puttanesca. Bisschen Olivenöl. Ansonsten, genau, zeig mal den Leuten... Am besten, ich weiß, du machst das wie in einem Restaurant, das gemacht wird. Ne? Ja. Du machst das alles nebenher. Genau. Versuch mal den Gästen zu Hause oder den Zuschauern zu zeigen. Okay. Also Vorbereitung. Machst du Knoblauch, machst du das, okay. Und dann machst du die Soße fertig. Okay. Weil diejenigen, die zuschauen, wollen das ja vielleicht sogar in dem Moment mitmachen. Ah, gut. Ne? Okay. Dann wissen die schon, was sie hier machen müssen, weil die sind zu Hause machst nicht so schnell wie du. Okay. Ne? Aus? Ja. So, wir nehmen schön den Knoblauch erst einmal. Genau, währenddessen du den Knoblauch schälst, mache ich mal hier die Steine aus den Oliven raus. Okay. Meine Lieblingsolive ist die Kalamata-Olive. Echt? Mhm. Die hat für mich den besten Geschmack. Okay. Ohne dich jetzt, vielleicht hast du in Sizilien bessere Oliven, das kann sein. Dann muss ich sie probieren. Ja, ich mag auch Kalamata-Olive. Ja. Zu Hause kaufe ich auch. Die haben auch einen besonderen Geschmack. Das ist immer Geschmackssache. Ne? Richtig, also so. Bei Oliven sollte man auch schauen, also nicht aufs Geld schauen halt. Ne? Das sind ein bisschen natürlich Oliven, gute Oliven, kosten Geld. Ne? So wie gutes Olivenöl, ne? Genau.
Genau, jetzt kommen wir zu dem Restaurant. Du hast gerade gesagt zu Michele, Michele, mach mal bitte Pizzabrötchen Restaurantqualität. Genau. Jetzt kommen wir natürlich dazu. Du bist ja in Dresden in 2, 3 Restaurants unterwegs. Ja. Die deine unter deiner Obhut liegen. Genau. Ne? Also du betreibst 3 Restaurants in Dresden. Ja. Sag mir mal, welche? Also ich bin Spitzwegstraße, Restaurant Edelweiss. Ja. Dieses Restaurant gibt es seit 2012. Okay. Haben wir aufgemacht. Der stand 40 Jahre leer. Und da kommt ein Freund von mir, der hat mir gesagt, Alessio, pass auf, du musst hier kommen. Wir haben ein gutes Restaurant. War früher in DDR, war sehr bekannt, dieses Restaurant. Okay. So, und ich habe meinen Freund gesagt, pass auf, wer kommt hier? So. Die Lage war ein bisschen schwierig, no? Weil war außerhalb Dresden und ich war immer normalerweise tätig immer im Zentrum und deswegen habe ich erst nicht geglaubt und danach wirklich hat mich überzeugt dieser Platz, da habe ich dieses Restaurant gemacht. Jetzt wir haben renoviert. Wir haben eine große Terrasse, die Leute können schön im Biergarten sitzen. War früher ein bisschen beschränkt. Wir machen italienische, authentische Küche. Wir sind spezialisiert auf Fisch und Fleisch. Also wir sind keine, sagen wir mal so, Pizzeria. No? Wir sind mehr, also Pizza, Pasta kannst du überall essen und so. Ja. Also wir sind spezialisiert auf Fisch und Fleisch. Also no? Seid ihr eine Trattoria? Ja, wir sind eine Trattoria, so, wir machen eine keine gehobene Küche, ja. Aber gut bürgerlich italienisch. Okay. So wie zu Hause man kennt. Richtig, no? wie die Mama kocht. Genau, wie Mama kocht und deswegen. Michele. Das ist Michele. Michele? Jetzt. Mozzarella. Mozzarella di Bufala. Di Bufala. Viel, viel intensiver der Büffelmozzarella als wie der herkömmliche Mozzarella. Wird als Büffelmilch zubereitet. So, wir haben jetzt Sardellen. Und auf einer Pizza, das ist ein unbedingtes Muss. Ne? Eine Pizza muss mit Mozzarella. Oder? Genau. Das war schwer. Ich erkläre immer die Leute, was bedeutet Büffelmozzarella und normale Mozzarella. Manchmal habe ich Schwierigkeiten. Weil natürlich die Leute kennen die normale Mozzarella, no? Ist normal. Aber Büffelmozzarella ist sehr, die Milch ist sehr intensiv und schön, aber die ist schön saftig. Die Mozzarella ist anderer Geschmack. Ja. Man muss sie wieder erleben. Richtig. No? Und auf eine Pizza kommt eigentlich ganz wenig Belag, oder? Ja, ganz wenig. Nur wenig Belag, wenig Mozzarella. Die geile muss eine geile Tomatensauce. Ja. Dann ist perfekt. Perfetto. Wie bei Mama. Genau. Oh, hey, Robert. Schmeckt, ey. Muss es schmecken. Ist Teig gut? Luftig? Schau dir mal diese Luft an hier. Robert, ja. Komm doch mal in die Kamera ja. Rein hier. Schau mal. Schau mal hier an die Seite. Die Seite. Die drehst. Die Seite, musst du mal drehen. Ey, das ist mega. Das ist Pizza. Das ist Pizza, no? Mit Michele sind wir befreundet seit 5 Jahren. Und wir sind zusammen gewachsen, sagen wir so, im Restaurant, mehr oder weniger. Und also er backt die beste Pizza. Vielleicht ist die beste Pizzaiolo in Dresden. Vielleicht, okay. Ja, Ich kann nicht sagen, müssen die Gäste mir sagen. Richtig. No? Ich kann sagen, vielleicht. Und Michele hat es gelernt? Michele hat gelernt in Italien und ist hier nach Deutschland gekommen vor 5 Jahren. Wir haben zusammen angefangen zu arbeiten. Wir haben dieses Rezept entwickelt. Zusammen. Wir haben 2 Jahre an diesem Rezept entwickelt. Gearbeitet, Probe. Also dieser Teig ist nicht einfach. So, heute stehe ich auf, kaufe ich ein bisschen Mehl. Und ein bisschen da hast du keine Chance. Da gibt es eine Hartarbeit hinten,
Und die sind Rezepte, wo wir wirklich studiert haben. Ja? Also wird es ganz, ganz schwer mit dem Rezept. Ich höre das schon raus. Das ist Michele. Ganz, ganz schwer mit dem Rezept. Aber ich bin dran. Okay. Ich bin dran. Wir versuchen hier nach Dresden die echte napoletanische Pizza. Ich will euch sagen, wir haben seit 3 Jahren eine Pizzeria, Pizza Pasta, im Zentrum, Schwitzio, the best food quality Dresden, Wilstrufer Straße 20. Mhm. Wir haben seit 3 Jahren dort angefangen, die napoletanische Pizza. Wir haben das gemacht. Wir haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil die Leute die haben nie gekannt. No? Wir kennen normalerweise die Pizza, die ganz dünn, knusprig. No? Die ist auch gut. No? Das ist nicht so, dass es schlecht ist. Ist auch sehr gut. In Sizilien haben wir auch das, knusprig und so. Aber ich wollte nach Dresden etwas tun, weil wir lieben Dresden. No? Und ich habe gesagt, okay, ich bringe nach Dresden die erste napoletanische Pizza. Und ich wollte sagen, ich habe Schwierigkeiten gehabt, die erste 1 Jahr, 1,5 Jahre, weil die Leute, die Gäste, die haben nicht verstanden, warum die Teig so einen dicken Rand hat. Okay. Und da habe ich erklärt und das und das und das. Jetzt, wir sind angekommen, wo die Leute sagen, wow, hat sich gelohnt. So, jetzt machen wir Gnocchetti alla Puttanesca. Alla Puttanesca, vai Michele, genau. Dai. So, wir schneiden noch eine Knoblauch. Wir lassen ihn ganz. Ja. Also, weil viele Leute mögen keine Knoblauch. Jawohl. Okay. Aber gibt es viele Leute mögen und dann können wir schneiden. No? Das richtig. Ist verschiedene zu Hause. So, komm Michele. Inizia. Mettiamo l'aglio nell'olio. Ok. Facciamo imbiondire lo solare. Sì, sì. Lassen wir ein bisschen kochen. Braten. Buongiorno. Heute ist Alessio kocht. Alessio und Michele kocht. Alessio und Michele kocht. Und Rizzo macht den Käsereiber. Genau. Und wer isst? Wer isst? Essen tut Thomas, Heidi. Heidi, okay. Kommt der Bürgermeister aus Augsburg? Bürgermeister? Ja, haben wir eingeladen? Nein. Nee, warum nicht? Der muss erstmal schauen, erstmal Video schauen. Okay. Und dann konzentrieren Sie Edelweiß. Sehr schön. Das machen wir frische, schöne Seeteufel. Oh ja. No? Seeteufel Salt in Bocca. Du hast mir vorhin gesagt, in Italien bei euch machen die die Bestellung, nehmen die so hier entgegen, ne? Ja, in viele große Restaurants, ja. Okay. Das ist wirklich ein Duomo in Mailand oder. Aber das ist nicht persönlich, ne? Ich will normalerweise an Gast will ich reden, will ich erklären ein bisschen. Das ist kommt nicht gut an. Hier schaust du herrlich. Die Sardelle tut sich jetzt schön auflösen, ne? Der riecht. Der riecht so gut. Mama, ich liebe dich. Mehr Power? It's okay? Okay. So. Cinque. 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 Piano. Piano. 4, 3. Okay. Okay, bisschen Kappe. Wir haben Sardellen, jetzt Kappe. Jetzt machen wir Oliven. Und wir machen dann, wenn das ganze Essen alles fertig ist, machen wir Tavolata. Tavolata. Wie bei euch in Italien zu Hause. Ja, alles herrlich. Auf dem Tisch. Schöne Rotwein. Und auf diese herrlich perfekte eingedeckte Tafel, also die werden wir dann definitiv dann auch gleich noch zeigen. Ja, das ist. Weil heute ist schlecht für Nicole, dass er einfach mal mit dem Gesteck vorbeikommt. Das müsst ihr einfach dann so mit der Kamera halt sehen. Ne? Gut, ich mache schon mal hier die Grillplatte an für unser Vitello. Ich bin schon gespannt, ich habe sehr Hunger. Du hast Hunger? Ja, du hast kein Frühstück. Der riecht sehr gut. Und ein bisschen, wie viel? Das Bergkernsalz braucht ein bisschen mehr, ne? Genau. So? Alle guten Dinge sind 3. Genau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was brauchst du? Cucchiaio. Und Cucchiaio. Machen wir noch ein bisschen italienischen Sprachunterricht, ne? Ah, hier, schaut her. Ein bisschen Wasser.
Hallo. Michele, Koch. Michele? Also wenn ich mal keine Zeit habe und Rizzo kocht quasi noch gedreht werden muss, dann kommt euch. Alessio. Dann kommt Alessio und Alessio kommt, glaube ich, auch so zu euch nach Hause, oder? Genau, klar. Wir kommen zu Hause, wir kochen auch. Genau. Bei Geburtstag, Hochzeiten. So, also, ich hole jetzt mal das Kalb raus. Das ist bestimmt schon gut hier. Geht los? Versuch doch. Mach doch mal die Lüftung an, Kai. Du kannst doch. Michele? Mach mal hier Tutti, oder? Mach mal alles. Alles? Ja, ja. Tutta la mangia. Sono 8, Otto. 8 Personen. Otto Personen. 1 Kilo, 120 Gramm jede so ungefähr, normale Portion, okay. Plus Soße dazu. Mettiamo un po' di... Oro di Parma. Sie kocht wie Alarm hier. Okay. Das wird wahrscheinlich dann doch eine längere Rezeptur, die man da schreiben muss. Also er hat jetzt im Prinzip Olivenöl, Knoblauchzehe, Sardellen. Ja, Tomaten. Cocktailtomaten. Genau. Oliven. Ja. Basilikum. Und Pastawasser. Kein Salz. Okay. Kein Salz. Salz kommt von da und von Sardelle. Sardellen. Perfekt. Brauchen wir jetzt hier noch mehr Salsiccia? Müssen noch mehr schneiden? Ja, wir schneiden ein bisschen noch. Darf ich machen? Willst du das machen? Ja. Dann tue ich mich hier gleich um das Kalb kümmern. Was mag ich, Michele? Quando abbiamo finito? La pasta? È pronta? 3 Minuten. Chuck si gira. Hey, ich mag normalerweise ein bisschen scharf. Ja? Puttanesca. Aber Puttanesca, wir haben keine Chili da, also keine Peperoni, okay. Oder keine Peperonata oder Peperoncini. Kein oder. Kein Problem. Aber normalerweise Puttanesca, eine ganz wenig scharf, schadet nicht, ne? Scharf ist gut, ich liebe scharf. Ja? Ja. Ich liebe scharf. Hm. Ja, das ist... Das ist genial. So, jetzt? So. Machen wir hier die Vitello. Okay, du machst die Vitello. Michele macht eine Pizza. Oder? Michele macht eine Pizza. Ja. Ich mache die Nudeln fertig. Machst du die Nudeln fertig und dann haben wir es eigentlich schon, okay. Oder? Ja. Okay, adesso la pasta. Finiamo di cuocere. Lassen wir die Nudeln in die Pfanne kochen lassen. Ja, okay. Weißt du? Gibt ein bisschen Stärke ab, bindet ja, auch ein bisschen. Genau, wegen die, diese Weizen, weißt du? Genau. Diese Ramido. So, ein bisschen Salz hier auf das Vitello. Pfeffer mache ich dann erst hinterher. Olivenöl. Einmassieren. Bisschen. Herrlich. Weil ich brate es lieber erst zum Schluss an. Okay. Weil dann hast du diese... Die Kruste. Die Kruste noch ein bisschen. Weißt du? Aber die Pasta sieht sensationell aus. Mega, 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 mega. Mega, schön. Und riecht sehr gut. Okay. Pasta machen wir dann beim Anrichten. Genau. Machen wir in die große Schale. Okay. Ja? Und dann, wie sich gehört, wie in Italien, die Mitte. Und dann jeder genau. Nimmt sich. Richtig, okay. Jeder nimmt sich Michele, so.
Grüßen wir Michele. Michele backt jetzt eine Pizza. Ja? Ciao, Michele. Was wollt ihr? Eine Pizza Margherita machen wir? Mit Buffel Mozzarella? Jawohl. Traditionale. Okay. Traditionale? Neapolitana. Okay. Michele, Pizza backen. Ich übernehme deine... den Kommando. Ja? Kommando. Mr. Kommando. Mr. Kommando. Ich liebe Basilico. Ja? Ja. Immer probieren. Das ist wichtig. Genau, immer probieren. Das ist bellissima. Danach machen wir Sardelle oben drauf und dann schöne deine Pfeffer und dann ist perfekt. Oh. Alessio, wir können dann heiraten. Ist hier wunderbar. Wunderbar. Gut, jetzt machen wir hier bei unserem Vitello noch den Pfeffer drüber. Alessio, hast du eigentlich jeden Tag auf dein Restaurant, deine Restaurants? Oder ja, sind wir haben Montag ist Ruhetag. Jawohl. Und dann von Dienstag bis Sonntag. Ja klar, du musst ja dein Personal auch ein bisschen Ruhe gönnen. Ja, ne? Genau. Aber wir arbeiten in Schicht. Okay. Ja. Von 10 bis 18, also Personal. Und ja, dann von 16 bis 24. Ja. Also hier schaut man ganz einfach auf, das Mehl im Prinzip ist ein ganz anderes, ne? Caputo ist in Italien der Marktführer. Wo bekommst du eigentlich deine italienische Ware her? Also die italienische Ware, viele kommen aus Italien direkt, wir importieren selber. Wie Käse, Salami, Salsiccia und Schinken. Die Buffel Mozzarella kommen aus, gibt es einen Importeur aus Berlin. Kriegen wir immer Mittwoch und Freitag. Okay. Ja. Also eigentlich, wir haben alles da. Wir importieren auch Olivenöl, direkt aus Sizilien. Wir verkaufen auch in unseren Restaurants. Okay. Ja. Und ja, die Leute sind zufrieden. Das ist die Hauptsache, oder? Ja, das ist... wichtig. Wichtig. Ganz wichtig. Die neapolitanische Pizza, das ist eine Pizza so Tenteig, ist sehr luftig. Deve essere, no? Und infatti, den Teig, den Rand drin, ist viel Luft. No? Infatti, la pizza napoletana si stende dal centro verso l'esterno. Così l'aria all'interno del panetto la portiamo all'esterno. Vaga, via. Ecco perché il cornicione si gonfia. Ja. Okay? Okay. Michele liebt Pizza. Das sieht und, man. Und das ist Familientradition. Ich habe gedacht, er liebt seine Frau, aber er liebt die Pizza mehr als seine. Ecco, infatti. Schau mal, das ist überall ist, ja. Luft. No? Ja. Das ist Luft. Das ist nicht schwer. Den Teig, no? Das ist Luft, leicht. Okay. Jetzt machen wir eine schöne Soße, Tomatensauce. Genau, jetzt machen wir die schöne Tomatensauce, die machen wir aus. Hier, Pelati, ja, oder? Pelati. Un cucchiaio? Ja. Schaut mal, wie liebevoll er quasi mit dem Teig umgeht. Na, das ist Zelebrierung seines Handwerks. Mega. Frische Basilico, Margherita, immer. Bisschen Tomaten. Noi lo condiamo
Die Tomaten lassen wir einfach so ohne, ohne Gewürze. No? Weil am Ende, machen wir Parmesan, das ist schon schön Gewürz, die Olivenöl, Basilikum und Mozzarella. No? Und sonst einfach, wenn zu Hause die Pizza macht, einfach Tomatensauce und danach die Beilage. Certo. Wir haben den Rand, no? Dicke Rand, no? Weil die ganze Öl, die ganze Mozzarella, diese, ja, die kommen nicht rüber, no? Auf der, deswegen die Neapolitanische haben damals diese Teig entwickelt, no? So. Jetzt machen wir Olivenöl, schön Olivenöl. Herrlich. So. E a metà cottura mettiamo la mozzarella. Ok. Wir schieben jetzt die Pizza im Ofen, ja? Und dann, wenn die halbe fertig ist, dann tun wir die Mozzarella, Buffelmozzarella rein. Okay. Nicht jetzt. Weil weicht auf, oder? Genau. Sonst die der verbrennt sich und die Mozzarella, die ganze Milch, no? Wie sagen wir? Weicht den Teig auf. Genau. Okay, Alessio. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch die, das Vitello geschnitten. Ja. Das mache ich jetzt flugs. Okay. Salsiccia machen wir hier drauf. Mhm. Können wir ruhig noch ein bisschen... Parmesanstücken. Und machen wir hier bloß noch für die Augen. Tagliocchi. Gliocchi. Ora questo levelo, pulissimo. Così tagliamo quello, lo tagliamo. Ok. Vai. Alessio? Ein Traum. Ein Traum, oder? Perfetto. Dürfen halt nicht drücken, ne? Mhm. Der Fleischsaft drin bleibt. Das, genau. Kalbsrücke ist ein besonderes Fleisch, ne? Absolut. Kein Fett, nur ganz wenig. Sehr mager. Sehr mager. Und soll ich anrichten? Du kannst gerne anrichten, Alessio. Ja. Am besten dort auf die Platte, wenn du magst. Ja, ne? Mag ich. Für dich. Das ist auch für dich. Mm. So, per la decorazione. Decorazione. Ich lasse immer Fleisch so. Bisschen so, dass die Leute sehen, was wir vom Fleisch nehmen, weil wir haben in der italienischen Küche Probleme manchmal, dass viele Nicht-Italiener betreiben ein Restaurant, verkaufen zum Beispiel Vitello Tornato nicht als Kalbfleisch, sondern machen die mit Schweinelachs. Ja, das ist, die Fleisch ist fast ähnlich, so L. Und dann viele Leute wissen nicht, ist Kalbfleisch oder so. No? Wir lassen die normalerweise die Soße. Wir gossen die Soße nicht über die Fleisch im Ganzen, ja. Weißt du? Dass die Leute noch sehen dass können. Dass die Leute sehen die Qualität können, dass vom die Qualität. Fleisch. So. Genau. Jetzt vorgebacken. Jetzt machen wir Buffelmozzarella, schieben wir eine Minute noch in den Ofen. No? Schauen wir mal. Mega. Das ist, no?
trotzdem, das ist kein Keks, weißt du, das ist keine... Jetzt schieben wir kurz in den Ofen. Eine Minute in den Ofen noch. Okay. Okay. Dann haben wir die Zeit, uns so, hier machen das wir schnell zu Ende zu machen, oder? Okay, ja. So, dann hole ich schon mal die Schüssel für die Pasta. Signori, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Jetzt machen wir hier alles ja. im Prinzip hier rein. Wir machen die okay. Pasta. Michele, machen wir die Michele, Michele gibt Zeichen. Pizza, wie lange? Eine Minute. Eine Minute. Dann können wir die Pasta da reinmachen. Okay. Das ist sehr gut. Das italienische Gemüse ist einfach. Ja. Kann ich nicht nach. Man muss nur... Frische Produkte. Frische Produkte, das Beste. Bessere Produkte, gute Qualität und dann... Genau, mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Also ihr Lieben, zu viert, quattro persone. Also, wir haben fertig und zwar schönes Vitello Tonnato. Wir haben hier eine Puttanesca. Gnocchetti alla Puttanesca. Wir haben... Schwizzo-Italiano, sind frische Brot mit Mozzarella. Margherita. Margherita mit Mozzarella di Bufala. Margherita mit Buffelmozzarella. Neapolitanische Art. Genau. Und Nicole? Nicole ist... Die hat einen Tischschmuck gezaubert, passend zu Italien. Ich kann euch den leider heute nie vor der Kamera zeigen, sondern wir zeigen euch das dann, wenn alles auf dem Tisch steht. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sind wieder fit aus dem Urlaub zurück und haben heute wieder für euch gezaubert. Genau. Also ihr Lieben, es hat mich riesig gefreut. Michele. Danke. Grazie. Mille grazie. Kai, grazie. Alessio, mille grazie. Nicole, vielen lieben Dank. Robert, hier hinter der Kamera natürlich auch vielen lieben Dank. Grazie. Schaut zu, abonniert und Restaurant Edelweiß in Dresden unbedingt einen Besuch wert, weil dort ist die Pizza Neapolitana auf jeden Fall zu haben, direkt aus dem Holzofen oder was macht ihr? Holzofen. Aus dem Holzofen. Also hier Daumen hoch. Blumengestecke, ne? Tischschmuck, Rahmenschmuck, Nicoles Blumenatelier. Und wenn der Rizzo mal vorbeikommen soll, dann ruft mich einfach an. Also, tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.